Ich kann helfen. Ja, dann mach's doch. Nicht reden, einfach helfen. Endlich ein Mensch ohne imperiale Uniform. Sowas sehe ich selten, während uns das Imperium hier bis zum Umfallen schuften lässt. Ich bin Ganuk. Offiziell bin ich Vorarbeiter, aber die meiste Zeit über organisiere ich den Widerstand. Zuerst die Hutten und jetzt das Imperium. Wenn es was zu sagen gibt, dann schnell. Ich werde eure Zeit nicht verschwenden. Versprochen. In der Nähe gibt es eine Chemiefabrik. Meinen Quellen nach entwickelt das Imperium dort Gifte, um spezielle, empfindsame Spezies zu töten. Ich habe eine Agentin losgeschickt, um weitere Informationen zu sammeln, aber sie ist verschwunden. In der Fabrik wimmelt es von imperialen Wachen. Wir können sie also nicht infiltrieren. Ich brauche einen direkten Angriff. Wir müssen in ihren Hauptcomputer und ihre Pläne aufdecken. Gefährliche Missionen liegen mir. Bin dabei. Seid vorsichtig. Sie haben ein starkes Verteidigungssystem. Selbst für euch. Findet den Hauptcomputer, schließt diesen Datenscanner an und ich erhalte Fernzugang. Dann finden wir heraus, wen genau das Imperium mit seinen Chemikalien vergiften will. Jo, annehmen. Laborausrüstung zerstören? Nein, das ist nicht. Datenscanner installieren, da hinten. Ich denke, es schadet nicht, unterwegs ein bisschen was zu zerstören. Greife den Feind an! Na, schadet überhaupt nicht. Da gibt es eine Bonusmission. Durchhalten! Alles erledigt. Ja. Ja, bloß nicht das, was ich haben wollte als Auftrag. Hat gerade neu geladen. Und wie das ist so gut wie erledigt. Thank you.
Schützen verfolgt. Okay, Bonusmission erledigt. Achtung! Durchhalten! Ich habe Zugang. Ausgezeichnet. Die Schutzmaßnahmen habe ich gleich ausgeschaltet. Ruht euch einen Moment lang aus. An ihrer Verteidigung vorbeizukommen war bestimmt nicht einfach. Nur noch eine Sekunde und... Da! Ich bin drin! Da haben wir es. Alles über die Gifte, ihren Zweck und... Diese Chemikalien. Das Imperium benutzt sie, um alle Evoki auf Nar Shaddaa zu töten. Vielleicht eine Gefälligkeit für die Hutten. Gut, dass ich das Problem nicht habe. Nur weil ihr ein Mensch seid, heißt das nicht, dass euch das nichts anginge. Die Verbrechen des Imperiums schaden uns allen. Es scheint, diese Chemikalien werden in einer Art Vernichtungsanlage verwendet, die von Commander Vergost geleitet wird. Ihr müsst die Anlage stürmen und sie stilllegen. Jetzt! Das klingt nach einem sicheren Weg ins Grab. Bitte, während wir hier sprechen, ermorden sie die Evoki. Ihr müsst dieses imperiale Schlachthaus sofort stürmen. Ich überlege mal. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Das Leben dieser Evoki hängt von euch ab. Schafft es in die Vernichtungsanlage und findet einen Weg, sie stillzulegen. Was wollen wir mal ich? So, mal gucken, ob inzwischen bessere Missionen da sind. Ah, Unterweltmetaller. Ist so gut wie erledigt. So, mal gucken. Zielgenauigkeit. 12, 12, 12, 12. Dann nur 10. So, besser. So, sollen wir jetzt hin? Okay, erstmal hier wieder aus. Hilfe! Okay, neue Reflexarmierung. Wo lang? Da lang. Oh, Gruppenfaser. Okay. Ah!
Okay. Nicht schlecht. Ich dachte schon, mir wird übel, wenn mich diese Imperialen noch einmal anrühren. Ich bin Calda Biss, Agentin der Republik. Hat Garnok euch geschickt? Er hat euch in die Chemiefabrik geschickt, richtig? Genau. Hätte nicht gedacht, dass er so schnell einen Ersatz findet. Vergost, der Kommandant hier, ist ein Ungeheuer. Als ihr die Chemiefabrik zerstört habt, wurde das Morden hier noch schlimmer. Jetzt versteckt Vergost sich in seinem Kommandoposten und tötet Evoki. Das gehört zu seinem Vernichtungsprogramm. Ihr müsst ihn eliminieren. Hauptsache, ich darf endlich loslegen. Ganz genau. Schaltet Vergost schnell aus und ich hole Verstärkung von der Republik. Beeilt euch. Schaltet Vergost aus. Dann ist sein Vernichtungsprogramm Geschichte. Ja, gucken wir mal. Das ist aber intelligent angebracht. Das wird helfen. Den Schalter zur Zugangskontrolle vor dem Kraftfeld anbringen. Genial. Einer weniger. Einer weniger, ich würde sagen drei weniger. Oh mein Gott, ich kann nicht zählen. Okay, 10 von 12. Den Rest kriegen wir auch noch. Ja, damit haben wir die Großmission erledigt und mal gucken, was wir lernen können. Stellung halten. Verbessern. Okay. Das kommt daher. Wird ein Schuss ab, der alle Kraftschirme verbraucht. 10 Kraft sind zu generieren. Ihr Schild Absorption 6 Sekunden und 25% zu erhöhen. Diese Fähigkeit. Er ist nur mit 3 Kraftschirmen einsetzbar und berücksichtigt nicht die allgemeine Abklingzeit. Kraftschirme.
Ah, okay. Ist aber auch sehr situationsbedingt einsetzbar. Meine Arbeit ist fast vollendet. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Meine Evoki-Freunde werden sich gedulden müssen, bis ich euch vernichtet habe. Wie könnt ihr Tausende von Evoki töten? Ich kann euch die Pläne der Todesmaschine zeigen, wenn ihr wollt. Fremdlinge sind schmutzig und schwach. Schandflecke der Galaxis. Ich folge dem Willen des Imperators und schmiede Allianzen. Dies ist nur der Anfang. Was plant das Imperium? Wollt ihr auch auf anderen Planeten Fremdlinge töten? Genug! Wenn ich dem Imperator meine Opfer präsentiere, werdet ihr ganz oben auf dem Leichenstapel liegen. Das würde ich aber gerne sehen. Wieso? Mal sehen, was er zu sagen hat. Das Imperium hat jahrzehntelang an dieser Operation gearbeitet. Es wird hier nicht enden. Seid still, Vergust! Ihr seid erledigt! Worauf wartet ihr? Tötet das Monster! Wartet! Ich weiß alles über die anderen Vernichtungsanlagen. Ihr könnt es euch nicht leisten, mich zu töten. Er lügt! Tötet ihn! Ihr seid schlauer als sie, Soldat. Ihr braucht mich lebendig. Das ist für all die, die ihr umgebracht habt. Nein, das könnt ihr nicht. Und wie ich kann. Geschieht diesem Abschaum recht. Meine Männer werden hier aufräumen. Die republikanischen Truppen haben mich gerade kontaktiert. Ihr habt die Anlage eingenommen. Und Calder, wo ist sie? Hier drüben, Chief. Euer Freund hat mich gerettet. Und Commander Vergust ausgeschaltet. Das hätte ich selbst nicht besser tun können. Dieser Verrückte hat tausende unschuldige Fremdlinge umgebracht. Er musste sterben. Wahrscheinlich habt ihr recht. Doch wäre er eine wertvolle Informationsquelle gewesen. Ich muss mich verabschieden. Die Überlebenden treffen jetzt ein und sie brauchen meine Hilfe. Die Evoki stehen in eurer Schuld. Ihr habt uns die Kraft gegeben, weiter um unsere Heimat zu kämpfen. Garnuk hat recht. Ihr solltet stolz sein. Und ich will euch nicht weiter aufhalten. Ich übernehme jetzt. Manalanyan Perlo. Amka Kalami. Nayakira Lebua. Das werden wir noch sehen. So. Okay. Erledigt. Ach, das ist schön, wenn ich das Richtige mitgebracht. Zur Stelle. Ist so gut wie erledigt. Das wird
Bereit,